wann beginnt die Ewigkeit? Die Ewigkeit, die uns zeigt, das Leben ist unvergänglich. Alles, was du machst, bleibt dein Leben lang bestehen. Und darüber hinaus, schließ deine Augen, lass Gedanken freien Lauf und mach keine Pausen, bleib deinen Prinzipien treu, die du dir in deinem Leben so gesetzt hast. Eines Tages schauen Leute auf und denken, das war etwas, das war noch Musik. Das war der gibt uns Kraft für die neue Hierarchie. Der gibt uns Kraft fürs Leben, Kraft für die Zukunft. Auch noch in 100 Jahren ist sein Wort blutjung. Blutjung, es zählt nicht, wie alt du bist. Es zählt das, was du gabst und heute gibst. Die Ewigkeit ist das, was für ewig bleibt, wenn deine Körper die Seele verlässt und dein Körper 3 Meter unter der Erde wieder Fuß fasst. Wenn deine Seele in den Himmel steigt, wenn deine Seele den Himmel streift, nach seinem Feldzug gegen das Elend und Leid. Die Ewigkeit ist das, was für ewig bleibt, wenn deine Körper die Seele verlässt und dein Körper 3 Meter unter der Erde wieder Fuß fasst. Wenn deine Seele in den Himmel steigt, wenn deine Seele den Himmel streift, nach seinem Feldzug gegen das Elend und Leid auf der Welt. Wir sind alle eins, halt zusammen. Ich kann auf diese Welt nicht wirklich entspannen. Rede uns, doch ich bleibe mir treu. Ich bleibe meinen Prinzipien treu, lebe mein Leben. Geh niemanden wirklich auf den Sack, schade niemanden, niemanden, den ich nicht gerne hab. Ich mach's für meine Liebsten. Und die Ewigkeit ist das, was nach meinem Tod übrig bleibt. Ist es tatsächlich wirklich die Ewigkeit, die nach meinem Tod für ewig bleibt? Ist es das Ding, was ich hinterlasse, wenn ich es wirklich gut mache? Wenn ich wirklich mein Leben dieser Welt widme, den Leuten, die ich liebe, ihre Aufmerksamkeit geben, die sie lediglich von mir verdienen und eben nicht von jedem? Einfach die Frage, welchen Weg du gehst. Ich kann's dir auch nicht sagen, ob du links oder rechts willst, gut oder schlecht. Dein Ziel hast du vor Augen, der Weg dahin Pech, den musst du selber leider entscheiden. Ich kann dir nur nah ans Herz legen von uns beiden, dass es besser wäre, wenn du den Guten willst. Denn die Ewigkeit ist das, was für ewig bleibt, wenn deine Körper die Seele verlässt und dein Körper 3 Meter unter der Erde wieder Fuß fasst. Wenn deine Seele in den Himmel steigt, wenn deine Seele den Himmel streift, nach seinem Feldzug gegen das Elend und Leid. Die Ewigkeit ist das, was für ewig bleibt, wenn deine Körper die Seele verlässt und dein Körper 3 Meter unter der Erde wieder Fuß fasst. Wenn deine Seele in den Himmel steigt, wenn deine Seele den Himmel streift, nach seinem Feldzug gegen das Elend und Leid auf der Welt.